Mein Name ist Oliver Raths und ich habe vor kurzem ein Buch rausgebracht, und zwar dieses hier, Ab durch Deutschland, 15 Roadtrips mit Bulli und Co. Ich habe mich auf Tour gemacht und bin durch komplett Deutschland durchgefahren, und in dieser kleinen Videoserie möchte ich euch einen Einblick hinter die Kulissen geben. Ich werde Fotos zeigen, die es nicht in dieses Buch geschafft haben, und möchte vor allem meine Lieblingstouren nochmal vorstellen, um euch Inspiration zu geben, Deutschland neu zu entdecken. Los geht's! So, in diesem Video soll es also um die Rhön-Tour gehen, Nummer 13, mitten in Deutschland, auf Seite 190. Und hier haben wir es auch schon. Einmal einen kurzen Zoom ran, die Highlights dieser Tour. Und ehrlich gesagt war das eine Tour, die ich jetzt nicht konkret angestrebt habe. Sie war eher so auf dem Weg zu anderen Touren, als ich nach Süddeutschland gefahren bin, von Hamburg aus. Aber sie hatte einige Überraschungen für mich, und es ist so ein Beispiel für eine Tour, die jetzt nicht so einzelne riesen Highlights hat, aber häufig, wenn man keine großen Erwartungen hat und einfach offen ist, passieren Dinge, mit denen man eben nicht gerechnet hat, und das war hier eben ein sehr schönes Beispiel. Zur Info, hier habe ich immer so eine grobe Illustration der Karte. Eine konkrete Kartendarstellung gibt es auf meiner Webseite oliverraths.de. Ich verlinke auch nochmal die Tour hier unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr auch nochmal ganz genau nachschauen, wo ich hier entlang gefahren bin. Steigen wir hier einmal ein. Und zwar gucken wir hier einmal auf die Karte. Es geht, wie gesagt, im Mittelpunkt Deutschlands los. In der Nähe von Mühlhausen, Thüringen. Dann geht es hier immer weiter südlich, vorbei am Nationalpark Hainich. Bis hin zur Langen Rhön in der Nähe von, ja, ein bisschen westlich von Fulda. Es wird übrigens so ablaufen, dass ich mir die Bilder hier am iPad angucke, dazu was erzähle und ich die hier für euch natürlich Fullscreen einblende. Ich bin hier abends also in der Nähe von dem eher unspektakulären Ort Niederdorla angekommen und sah einen ziemlich spektakulären Wald, und was vor allem dann sehr cool war, war auf diesem offenen Feld. Die Sonne ist schon untergegangen, wurde der Himmel plötzlich immer roter und roter und roter, dass ich mit Kanto einmal ausgestiegen bin, dieses Spektakel angeschaut habe, was übrigens da mal wieder sehr interessant ist, dass beim Fotografieren es immer sehr stark auf den Winkel und auf die Richtung ankommt, weil das gleiche Foto aus ein bisschen anderer Perspektive sah eher unspektakulär aus. So, das war also am nächsten Morgen. Das ist ein Bild, das es auch ins Buch geschafft hat. Aber was ich da auch ganz interessant finde, das ist natürlich das perfekt gestagte Bild. Bis solche Bilder entstanden sind, ich musste natürlich immer Bilder von mir selbst machen, weil ich meistens niemand anders dabei hatte, habe ich immer ein bisschen rumprobiert, und das war eines der Bilder, die es nicht in das Buch geschafft haben. Man sieht hier auch noch ziemlich deutlich den Schatten des Stativs. Aber ehrlich gesagt nichts Spektakuläres. Auch der Mittelpunkt Deutschlands ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Hier steht ein Stein, eben Niederdorla, Mittelpunkt Deutschlands. Muss man nicht sehen, war für mich einfach ein guter Ausgangspunkt und Start für die Tour. Wie es so häufig ist, sah das Ganze aus der Vogelperspektive ein bisschen spannender aus. Nachdem die Sonne gerade aufgegangen ist, sahen die Farben hier einfach schon cool aus. Es ging weiter Richtung Nationalpark Hainich. Und auf der Landstraße, das war nicht immer so einfach mit gleichzeitig Autofahren und Fotos machen, aber es ging insgesamt immer alles gut, kam ich an dieser Landschaft vorbei, und das sah einfach aus wie gemalt. Und der Nationalpark Hainich ist allein schon deswegen spektakulär, weil es einer dieser alten Buchenwälder ist, die es nicht mehr so viel in Deutschland gibt und deswegen auch unter UNESCO-Naturschutz steht. Aber es gibt Bereiche wie beispielsweise diesen Baumkronenpfad. Das ist schon nett anzusehen und ist insgesamt wirklich sehr gepflegt. Aber für mich ist das meistens nicht so spektakulär. Ich finde es eigentlich immer am schönsten, wenn man wirklich mitten in der Natur ist, möglichst wenig Menschen um sich herum hat, die gewohnten Pfade verlässt, einfach selbst die Natur um sich herum entdeckt. Was ich jedoch sagen muss, ist auf Höhe der Baumwipfel zu sein und runter zu gucken, wie man hier auf diesem Bild sieht. Das war schon, war schon mulmig und war tatsächlich eine ungewohnte, schöne Perspektive. Aber zurück zum anderen Abschnitt im Nationalpark Hainich, einem Parkplatz an der Fuchsfarm hingefahren. Die Fuchsfarm ist ein kleines Restaurant, dazu kommen wir aber auch gleich nochmal. Und hier sehen wir schon das erste Bild, das ich aufgenommen habe in diesem Buchenwald. Und ich finde einfach diese Laubwälder total geil, um rumzulaufen, weil man sehr viel Platz hat. Wenn man jetzt gerade im Herbst unterwegs ist, raschelt es unter den Füßen. Es gibt viele Pilze zu sammeln und ist einfach absolut spektakulär. Und es gibt hier einen Pfad, der war ehemals eine Straße, da haben die den Boden aufgehackt. Man sieht aber noch, dass hier eben eine Straße entlang gegangen ist. Die Bäume sind rechts und links runtergefallen, es ist sehr uneben entlang zu laufen. Sah total spannend aus, wie man sehen konnte, wie die Natur sich diese Straße wieder eingenommen hat.
Und hier sind eben auch die Bilder entstanden, die es auch ins Buch geschafft haben. Hier einmal ein Kanto und einmal ein Selfie von mir. Und, generell fand ich diesen Buchenwald total faszinierend, auch hier zu sehen, wie aus dem toten Baum wieder neue Pilze entstehen. Und dieser Pilz gefühlt schon fast geleuchtet hat. Hier gab es eben ein kleines Vesper nach einer mehrstündigen kleinen Wanderung. Und zwar eben in dieser Fuchsfarm. Brotzeitteller, extrem gut, kann ich absolut empfehlen. So, weiter ging's. Es wurde schon langsam düster. Deswegen sieht man hier auf diesem Bild auch, dass es etwas länger belichtet war. Und es so aussieht, als ob ich mit dem Bulli 200 Sachen gefahren wäre. Obwohl er maximal 120 fährt. Und da war ich wahrscheinlich auch eher 70 km/h unterwegs. Ja, und hier kommen wir zu eines der Bilder, die es auch ins Buch geschafft hat, und zwar zum Aussichtsturm Inselberg. Es geht ziemlich steil hoch, also ich glaube, wenn es kalt ist und wenn Schnee liegt, kommt man da definitiv den Berg nicht mehr hoch. Der Bulli muss ja auch schon relativ kämpfen, aber wenn man es nach oben geschafft hat, hat man wirklich einen Wahnsinnsausblick. Wenn ich aus dem Auto aussteige, um Fotos zu machen, setze ich meinen Hund am liebsten immer auf den Fahrersitz, weil das ist der Chefplatz, und guckt dann auch selber sehr chefig. Naja, auf jeden Fall hier nochmal so zwei, drei andere Bilder. Man hat wirklich einen absolut beeindruckenden Ausblick. Was ebenfalls noch sehr spektakulär war, waren die Thusetaler Wasserfälle bzw. der Thusetaler Wasserfall. Wenn man von oben runter guckt, dann ja, ist es auch noch spektakulär, aber man sieht, dass der Wasserfall nicht natürlich ist. Der ist künstlich angelegt, wie so vieles in Deutschland. Auf jeden Fall ist es ein Naturdenkmal, das 1865 entstanden ist. Ganz schön altes Ding und auf jeden Fall einen kleinen Stopp wert. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, weil das Wetter war nicht unbedingt gut zum Fotografieren, als ich die Lange Rhön entlang gefahren bin. Von daher gibt es jetzt hier direkt einmal noch ein paar Bilder vom Roten Moor. Wie ich schon gesagt habe, es war ziemlich düster, es hatte geregnet. Und es war eigentlich das perfekte Szenario für Mooraufnahmen. Ich fand diese Bilder extrem schön. Dieses Moor ist wirklich so düster und wenig Farben. Es war Herbst, also Kanto sah aus wie ein Geist, der hier rumgerannt ist. Ein Bild, das ich auch total liebe, was es auch nicht ins Buch reingeschafft hat. Ja, generell diese dunkle Stimmung ist etwas, was ich total gerne mag. Nach mehreren Stunden Laufen fand Kanto auch irgendwann das nicht mehr so lustig. Auf dem Foto sieht er auf jeden Fall ziemlich betröppelt aus. Dann ging es mal wieder auf die Suche nach einem Schlafplatz, beziehungsweise bevor ich einen Schlafplatz gefunden habe, habe ich im Jagdschloss Holzenberghof gegessen. Das sieht man hier auf dem Bild. Es ist total urig und ich finde dieses Schlösschen auch total faszinierend. Hier nochmal auch ein Bild von oben. Da oben rechts ist eben das kleine Schlösschen. Richtig idyllisch, total lecker. Auch hier eine absolute Empfehlung. Als ich übernachtet habe, es war Herbst, es war saukalt im Auto. Und ich habe mich immer gewundert, warum Kanto die ganze Zeit sehr unruhig war. Bis ich aber festgestellt habe, dass die ganzen Scheiben beschlagen waren. In meinem alten T3 habe ich keine Standheizung. Also, Entschuldigung, nicht beschlagen, sondern dass die Fenster gefroren waren von außen und von innen. Sprich, es hatte unter 0 Grad. Und ich hatte jetzt nicht meine dicke Winterausrüstung dabei. Von daher war es extrem kalt und irgendwann habe ich rausgeschaut und gemerkt, dass keine Wolke am Himmel war. Dann die Gunst der Stunde zu nutzen, um ein Sternbild zu machen. Und dabei ist diese Aufnahme hier entstanden, was auch eines meiner absoluten Lieblingsbilder der Tour ist. Es war nicht so einfach, das Bild immer wieder hier mit Selbstauslöser hinzubekommen. Aber es hat mich warm gehalten und es war besser, als einfach nur im Bett rumzuliegen und sich einen Arsch abzufrieren. Und der besondere Moment ging auch weiter. Als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, in der Nähe von den Kühen standen wie eine Perspektive von oben. Und Kühe mit sehr viel Fell im Gesicht und am ganzen Körper. Extrem photogene Kühe vor allem. Ja, ich hatte längste Zeit Spaß mit den Kühen, die zu fotografieren. Sie fanden mich offensichtlich auch relativ spannend. Und das hier noch einmal aus der Vogelperspektive, wie ich dann doch so langsam abgerauscht bin. Das ist auch eines der Bilder, die es ins Buch geschafft haben. Ein ganz, ganz besonderer Moment. In der Nähe von dem Jagdschloss gibt es auch einen kleinen Bachlauf, wo man auf jeden Fall auch einen Spaziergang machen kann, der sich definitiv lohnt. Und dann bin ich morgens nochmal die Lange Rhön entlang gefahren. Also die Lange Rhön ist jetzt, man darf noch nicht mal spazieren gehen. Es gibt eine Straße, auf der man entlang fahren kann. Und es ist jetzt, wie gesagt, etwas, was jetzt per se jetzt nicht so ein Highlight hat. Aber ich fand, dass die Stimmung da enorm besonders war. Ich kann es nicht genau in Worte fassen. Aber ich denke, es kommt auf den Bildern hier ganz gut rüber. Anfangs war noch alles sehr, sehr neblig. Bis plötzlich der Himmel aufklarte. Und ja, die Luft extrem rein war. Also es ist ein Naturschutzgebiet, das gesamte Gelände. Und von daher wird die ganze Region nicht landwirtschaftlich genutzt und hat eben so eine, ja,
hat so einen ganz speziellen, natürliches Flair und einfach eine ganz, ganz besondere Stimmung. Da kam auch dieses Licht dazu und ich war absolut fasziniert. Es war einer dieser ganz besonderen Momente, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte und die mir ewig in Erinnerung bleiben werden. So, und das war es auch schon zur Rhön-Tour. Ich hoffe, es war ein bisschen Inspiration für euch dabei. Ich werde übrigens jetzt immer wieder solche Videos hier veröffentlichen. Von daher, wenn ihr Interesse daran habt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Hinterlasst mir ein Like und falls ihr das Buch noch nicht haben solltet und auch da Interesse habt, es sind wie gesagt insgesamt 15 solcher Touren quer durch Deutschland. Falls ihr also Inspiration braucht, wo eure nächste Tour mit Camper und Co. hingehen soll, dann findet ihr auch hierzu einen Link unten in der Beschreibung. Kennt ihr vielleicht eine Region, die besonders sehenswert ist, die nicht in meinem Buch enthalten ist, dann freue ich mich über Kommentare. So, jetzt hoffen wir erstmal, dass die Pandemie bald vorbei ist und wir uns wieder frei bewegen können, damit wir endlich wieder on Tour gehen können. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.